Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Runde Formel 1. Und wie ihr alle wisst, darf der Gewinner des letzten Rennens einleiten. Und das bin ich gewesen. Das bin ich! Ich finde, wir sollten das wechseln zu der Gewinner des letzten Rennens, der auch aufgenommen hat. Die Pizza. Na, natürlich mit dabei. Da bin ich auch hart für. Okay, nein, nein, hochgeladen. Ich nicht mehr ein. Hochgeladen. Tja. Er nimmt ja teilweise dann auf. Dann nicht. Ja? Fand's lustig. Dann nicht! Los geht's. Wo sind wir? Spielen wir heute? Schreckliche Strecke. Oh, nice. Mein Spiel voll nicht minimiert. Wunderschöne Strecke. Ja, die wer fährt eigentlich vor mir raus? Es ist nicht spannend zum Zugucken, muss ich sagen. Dein Teamkollege, so wie ich das gesehen habe. Was ist los? Ich weiß. Mein Teamkollege, der ist gerade nochmal schnell auf Toilette gegangen, habe ich gesehen. Also wir haben jetzt schon die ersten Fehler, ich mach mal ein Regen-Setup rein, ne? Okay, ich muss neu starten. Warte. Vor mir ist ein roter Wagen rausgefahren. Hey. Nee, alles gut, alles gut. Moment, Moment. Nachdem es 100 Mal geflackert hat. Jay, wie ist das in der Boxengasse, die Regel, wenn ich in der Boxengasse bin und rausfahre und jemand anders möchte rausfahren, warum hat der gerade gebremst und den rausgelassen? Absprache. Und wieso hat das geleckt? Alter, was ist das für eine schöne wahrscheinlich, Strecke. Wahrscheinlich, weil ich ja die ganze Zeit minimiert und maximiert habe. Weil mein Spiel minimiert hat und die ganze Zeit die Auflösung geändert hat. Bis jetzt kenne ich die Strecke noch nicht. Jay, ich glaube, also ich habe dasselbe gesehen wie du, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dir nicht so viele Leute zugehört haben. Ja, ist mir egal. Ich habe es gesagt, der Rest ist deren Problem. Kam im Test nicht an. Ja, als du das gesagt hast, habe ich schon auf Rausfahren gedrückt. Da habe ich vergessen nachzugucken. Regen ist aber super in Ungarn. Warum haben wir immer Regenrennen? Naja, so, wir haben nicht immer Regenrennen, die letzten beiden waren ja, trocken, oder halt ein Regen-Qualifying, super. Ja, ich finde ein Qualifying so besser als ein Rennen. Nö. Wir tryen das mal einfach so damit jetzt. Wir tryen das mal. Ja, ich habe aber mal mein Setup umgeändert. Ich habe jetzt auch ein Regen-Setup drauf. Mal gucken, wie ich da so ein Dry-Qualifying habe. Ich habe kein Regen-Setup. Ich habe das jetzt einfach mal so selbst gemacht. Hab das Standard. Hey, da hast du auch selber nachgeguckt oder hast du dich von Jay verarschen lassen? Ja, ich habe selber nachgeguckt. Okay. Also es regnet wirklich. Ich bin ja noch nicht gefahren. Ja, Peter, ich das ganze schnell, was machst du da? Ja, ich mach dir Platz. Hey, juckel da schon rum in der ersten Ich bin gerade aus der Box gekommen. Was denn gemacht? Hat der Dalo direkt Stress, nur weil er einmal hier so gut ist? Ich hab minimiert, hab mir einen Regenstab runtergeladen, hab maximiert und hab da drauf gemacht. Das hab ich die ganze Zeit gemacht. Weil davon hatte ich keinen Star. So, das wird jetzt interessant. Das wird jetzt wirklich interessant. Hab ich irgendwie Bock drauf. Ich nicht so. Jay hat schon so viel Formel 1 gespielt, dass jegliche Abweichung von der Normalität ihn schon excited einfach nur. Er ist da vor mir in der schnellen Kurve. Ist der schnell? Nee. Ich lass es gleich vorbei. Haben wir das nicht auch letztes Jahr im Regen gefahren? Nee. Weiß ich nicht. Vielleicht ich habe halt noch mal ein bisschen kurz trainiert. Zwei Runden bin ich gefahren, ja, und war halt einfach mal 2 Sekunden langsamer im Zeitfahren als mit dem Haas. Das alleine beruhigt mich dann schon, dass es jetzt regnet, weil das ist jetzt dann was Besonderes. Dann habe ich vielleicht eine Chance, irgendwie was zu reißen. Mhm. In before Rennsieger Jonathan Apelt. Ja. Wann habe ich das letzte Mal gewonnen, Peter? Kannst du mir das mal erzählen? Nicht. Kannst du mir erzählen, wer die Liste Regen, anführt? Oder? Noch ich. Aha. Oh ne, Vettel. Menschliche Spieler meine ich natürlich. Aber kann echt sein, dass du das letzte Mal im Regen gewonnen hast. Meine ich nämlich auch. Schon ewig lange das nicht letzte mehr Regenrennen? Es gab ein Regenrennen, das habe ich gewonnen, weil Christian Jay das rausgehauen hat. Ja, Russland. Boxenstopp. Jay, bist du jetzt schnell? Ja. Aber dann muss ich dich vorbeilassen. Ich fahre auf der langen Geraden rechts. Das ist okay. Also lang ist die ja nicht, aber ich fahr mal langsam. Perfekt. Hätte ich auch mal ausbremsen können, ich Vollidiot. Das mache ich schon selber. Ungarn ist echt eine schöne Strecke, aber nicht bei Regen wahrscheinlich. Ich rutsche immer sehr viel mit den Hinterreifen, egal auf was ich das Differential stelle. Der linke Hinterreifen hat bei mir auch deutlich mehr Abnutzung gehabt
als alles andere. Aber tatsächlich bin ich mit dem Red Bull auch super häufig auf die Curbs gekommen. Hat man da mehr Abnutzung auf den Curbs? Oder meinst du? Mal von aus, oder? Als auf der Straße, oder? Weiß ich nicht, ob das Spiel das simuliert, so genau. Oh. Gucken wir mal. Ja, nice, ey. Wie weit hast du für eine Position, ey? Nur 4. Oh, das war eine coole Runde! Nee, ich freue mich da nicht drüber. Das ist definitiv nicht das, was ich möchte. Komm, Jungs, Reifen wechseln. Und dann fahren wir. Weil ich krieg's einfach nicht schneller auf die Reihe. War dann Christian eigentlich so angezogen, ey? Was? Letztes Jahr doch schon auf dem Ferrari. Hat er früher nackt gespielt? So, fuck. Ja. Das ist ja nur mein T-Shirt. Oh nein! Oh, grün. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Ja, leichter Regen im Rennen, aber durchs ganze Rennen. Bin ich mal gespannt. Es könnte halt noch Trockenreifen sein, es könnten aber auch Intermediate sein. Das wäre lustig, wenn wir das ganze Rennen im Fizzle fahren würden. Das wäre super geil. Das wäre ziemlich rutschig. Oh! Ui, mein Spiel! Ui. Was macht das denn? Oh, das war. Ich hatte das Stoppbild eine Sekunde. Mein Spiel! Sich die Leute ja, mein Lenkrad hat links und rechts geschlagen. Mein Spiel ist tot. Was war das denn? Stab im süßen. Bin raus. Das läuft ja schon ziemlich gut hier. Oh. Ja. Gibt doch eigentlich alle möglichen Simulatoren in Deutschland. Gibt's auch den Boxengassen-Simulator, wo du so ein Dude bist, der die rein. Das wäre eigentlich ganz schön lustig. Das wäre doch witzig. Stehst dann auch immer drin an dem Monitor und guckst, wann er reinkommt. Meine Freundin hat mich letztens gefragt, ob es ein Spiel gibt, wo man einen Innenarchitekten spielt. Und was anderes als Sims ist mir da nicht eingefallen. Doch, gibt's nicht dieses neue hier, wo du das Haus. Nee, das ist ja kein Innenarchitekt. Doch, da kannst ja, du schon Haus, eine Hausflipper Art von meinst du? Ja, ja doch, Hausflipper. Ja, deswegen. Kannst du da wirklich das ganze Haus. Da kannst du alles kaputt machen. Nee, ja, aber darum geht's ja nicht. Es ist nicht nur kaputt machen, es ist auch einrichten und Co. Und ansonsten gibt's noch ein VR-Spiel, wo du Möbel aufbauen musst. Ja, aber das ist ja nicht die richtige Zielgruppe. Geil. Das ist schon nice. Also da kriegst du so einen VR-Karton und musst alles selber zusammenbauen. Peter fährt hinter mir raus. Peter fährt raus? Oh, ja, Peter, ja als Peter Start gedrückt hat, hat sich die KI gedacht, ach so. Ich muss nochmal fahren. Wäre voll unfair, wenn er jetzt auf Pol fahren würde, obwohl es wäre auch irgendwie witzig. Oh, da kommt Magnus angeheizt. Ja, fahr mal rechts vorbei, danke. Boah, die Strecke im Regen, ey. Also die größten Probleme habe ich bei den schnellen Kurven im zweiten Sektor. Ja, und nachher bei der zweiten Kurve an sich, die schnelle. Die geht, da darfst du einfach gar nicht aufs Gas. Dich bremsen. Hast relativ lange grün. Und kannst dann aber relativ früh wieder raus beschleunigen. Die ist halt zum Anbremsen doof. Zweite Kurve? Da ja. Kommst du auch nach der Geraden hin. Zweite Wieso habe ich die zweiten Sektor gerade Bestzeit gefahren in meiner Ich fahre auf Mager Runde? Schlecht. So nice. Das ist der neue Trick, dass die Meta mager. Ja, aber ich habe auch dementsprechend scheiße geschaltet und also früh geschaltet und noch ein bisschen Abstand lassen. Von den NPCs sind doch noch alle drin, ne? Ja. Der einzige, nicht der alle, mich leider blockt, meisten, ist Peter. Also NPC sagt, Peter. Das hat er extra gemacht. NPC stimmt, kommen sofort Peter alle raus, fährt ne? Nämlich ganz normal leider und echt nicht schnell. Ja, überholen doch. Ja, aber er ist, also der Bot ist auf der schnellen Runde, das heißt, er wird dich nicht vorbeilassen. Ach so, das meinst du. Oh, jetzt fahren sie langsam raus, oh Scheiße, jetzt kommen die genau vor mir alle raus, müssen mich verarschen. Shit. Alter, dieses Spiel leckt so hart.
Die sind genau alle vor mir rausgekommen. Kacke. Ich hab mich voll verpuckert. Keine Störung. Scheiße. Na, Fitter ist auch okay. Shit, das war schlecht. Hat Jay, wo ist Jay denn jetzt? Fünfter. Aber Jay kann noch fahren. Jay ist, glaube ich, genau vor der. Ne, Jay ist auch mittendrin. Ich fahre gerade. VP das fucking KI gerade. Hinter Peters fucking KI. Christian steht drinnen. Was, Christian? Komm wieder. Ja, aber damit war ich nicht zufrieden im ersten Sektor, ehrlich gesagt. Immerhin. Oh, Jay hat mich gezogen. Kacke. Guck mal, das sieht doch schon besser aus. 6 Zehntel schneller. Okay, Vettel hat sich gerade durch mich durchteleportiert. Nice, und ich werde weggerammt. Dankeschön. Ach, leck mich doch, behindertes Spiel. Ja, das war eine schlechte Runde. Ich glaub, also ich das mit der auf das SSD kopieren, das funktioniert leider nicht. Hab ich auch gemacht. In der letzten Kurve habe ich Standbild gehabt, dann hat sich Vettel durch mich durchteleportiert und ich wurde von Hamilton weggeballert. Ach, das ist doch Bullshit, dieses Spiel, ey. Ich habe irgendwas gelesen von Fausing, kann man irgendwie noch was retten. Komm schon, 1,90. Ja, voll. Ich schaff's genau nicht noch über die Ziellinie, ey. Ich habe jetzt nochmal eine gute Verbesserung, aber das war dann halt auch. Ja, Dritter. Vettel immerhin. Weiß nicht, ob das vorher war. Nee. Das ist das Maximum, was ich rausholen kann aus dem Wagen. Boah, ich war sogar... Alter! Nein! Das sind 29.000stel hinter dir! Christian ist halt 1,5 Sekunden schneller als der Adi. Ich darf aber auch nicht kacke gefahren. Das Beste, meine beste Runde war meine Outlap. Ich fürchte, ich habe etwas abgekürzt in der... Weißt du, wo du den Berg hochkommst und im sechsten Gang links fliegen lassen kannst. Wo du nur so kurz vom Gas gehst oder kurz anbremst. Da war ich, glaube ich, ein bisschen weit innen. Aber 8 Zehntel hatte ich schon vor der Stelle. Ah, Dana steht noch in der Box. Vettel ist noch... Alter, Jay, guck mal, wo wir sind. Hä? Moment, fahre ich jetzt in die Box oder fahre ich übers Ziel? Lol! Wir wurden ja komplett durchgereicht. Also ich bin nur noch Fünfter. Krass. Naja. Oh, also, du bist gerade... Irgendwer hat sich gerade an mir totgefahren. Ich fahre übers Ziel, ja. Irgendwer ist gerade hinter mir reingefahren. Dena ist noch in der Box. Cool, passt dann. Oh, gelbe Flagge, weil ich eventuell Leute aufhalte. Nee, komm, ich will keine. Ja, Peter, der ist noch eine Strafe. Ist schneller gefahren. Ja, ist nicht schlimm. Dann habe ich wenigstens neue Reifen im Rennen und muss nicht mit irgendwelchen alten. Ja, wir haben alle neue Reifen im Rennen, Peter. Ach ja, stimmt. Ist doch schlimm. Oh, stimmt, wir haben alle neue Reifen und ich habe extra bei 3% die ersten. Oh. Ne, ich bin immer durchgefahren, bis nicht mehr gegen mit den Reifen. Das war ja egal. Egal, von 14. Da wird da jetzt wird richtig aufgeräumt, Freunde. Guck mal, Alter, Vettel hat auch die 1,19 geschafft. Gott, ey. Mercedes, was ist denn da los? Bottas hat auch nur irgendwie. Aber wenn alle NPCs jetzt am Ende noch so gut waren, dann wird das nicht leicht. Wo ist guck da? Dir mal die Aufstellung an. Deutschland, dann Raikön und Bottas. Das ist hier das Finn-Duell. Ihr macht euch da vorne einfach weg, ja? Und ich überhole einfach nur NPCs. Ja, so kann das aber auch passieren, Peter, im Regen. Ich finde gut. Das wäre doch toll. Ganz viel Crashen da vorne. Nee, eigentlich ist das doof, finde ich. Mach es dir, Peter, aus Österreich, ein Hau voll in ja, Intermediates. Yes! Oh nein! Da habe ich jetzt aber auch drauf gesetzt, weil du bist dann meine Reifen im Arsch gewesen. Es wird am Ende trocken. Aber okay, wir sollen trotzdem komplett mit Intermediates durchfahren. Das wird echt am Ende trocken, oder? Das wird ja mega 55 Minuten? Alter! Ja, geil. Ja, das sehe ich genauso.
This will be very interesting. Nice, ich habe jetzt die Ferraris neben mir, danach kommen die Mercedes. Hilfe! Boah! Mal gucken, wie das hier endet, ey. Okay, da ist der Bottas. Und der fährt okay, nicht. Systemcheck sehen gut aus. Wir müssen die das bleibt stehen. Bottas bleibt echt stehen. Das ist ein geiler Typ. Kann er gleich auch gerne beim Start machen. Ja. Ey Jay, hast du jetzt ein Regen-Setup genommen? Ich hab mir eins selber gebastelt. Darf ich dich kurz fragen, wie viel Abtrieb du vorne hast? 7. Alter, Kimi. Wie soll man denn hier die Reifen warm fahren? Geht das? Nee, klar. Ich hab Angst, immer irgendwie wegzurutschen oder so. Ich meine, klar, ich habe Traktionskontrolle. Also bei Jay ist das noch krasser wahrscheinlich. Na, Jay rutscht ganz schön. Dadurch wird's dann auch einfach. Ja, aber so wegzurutschen, ne, dass man sich irgendwie was kaputt macht. Man kann es ja nichts kaputt machen. Ah, ja, stimmt. Dings. Ja, stimmt. Also wenn du die Reifen gut warm fahren willst, ne, die Wand wartet. Oh! Oh, Jay macht es! Oh, Jay in der Wand! Jay, das war jetzt aber sehr subtil, muss ich sagen. Ja, also... Oder ja, weniger geht nicht. Styroporstücke habe ich noch. Oh! Alter, vielleicht ist das doch, vielleicht hätte ich das doch nicht selber basteln müssen, das Setup. Scheiße. Moment, bist du weitergefahren? Ja, sicher. Ja, du bist nicht zurückgesetzt worden. Ach so. Kurz vorher, er hat nur das weiße Schild. Alter, ich breche ja nur aus mit dem Wagen. Holy shit. Irgendwie steuert es sich aber auch nicht geil. Also die Russland, wo das letzte Ring hat, hat sich irgendwie besser gefahren. Ist hier der Grip wahrscheinlich. Ich hatte nach der Einführungsrunde damals in Spa einen schönen Fehler. Da bin ich mit jemandem kollidiert und anstatt zurückgesetzt zu werden, sind wir an die, weißt du, da oben in der Eau Rouge in den alten Boxenausgang gefahren. Schön übers Gras. Dann sind wir zurückgesetzt worden und ich hatte das Gras noch schön auf dem Reifen. Oh nein. Das war echt nice, das habe ich nicht verstanden. Okay, scheiße. Christian hat ja voll den Vorsprung. Er startet ja hinter der Ziellinie und ich davor. Was? Ja, wow. Warum startest du denn? Der ist schon auf seiner ersten Runde. Weil dann sonst, jetzt guck doch mal, wo die anderen... Ja, aber guck doch mal, wo die letzten starten. Dann sollen die halt in der Kurve starten. Ja. Du hast ja jetzt... Du fährst ja weniger. Oh, bei Regen in der Kurve starten. Dein Rennen ist ja wohl 40 cm kürzer als meins. Ja, Dalu, guck dir mal die Gerade an, die jetzt vor uns liegt. Ja, auf der ersten Kurve wird Vettel mich auf jeden Fall schon angegriffen haben, wenn ich sogar überholt. Wahrscheinlich, gucken, ja. Was der Rest dann macht. Christian fährt gar keine. Der Rest fährt ja einfach innen rein, wahrscheinlich. Der fährt 34,9. Oh! Was ein Start von Dalu, ey. Der zieht hart weg, ey. Starkes Ding. Kacke, vier Leute nebeneinander. Oh nein. Das war der Endfilm, Christian. Ja. Ich bin da durchsichtig. Hat etwas abbekommen. Scheint geringfügig zu sein, aber gehe es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu Ich habe extra früh angebremst. Ach komm. Der Rest fährt ja einfach hinten rein wahrscheinlich. Der fährt 34,9. Oh! Was ein Start von Dalu, ey. Der zieht hart weg, ey. Starkes Kacke, vier Leute nebeneinander. Oh nein, das war der Endfilm, Christian. Ja. Ich bin da durchsichtig. Wisst ihr? Ich hab extra früh angebremst. Ach komm. War das der beste Start, den jemals jemand in seinem Leben gemacht hat? Von 14 auf 7? Echt? Ich weiß es nicht. Hast du dich rechts oder links Lance vorbei? Lance Stroll hat doch in China 6 Plätze gewonnen. Ja, aber ich habe 7 Plätze gewonnen. Christian, nur fürs Protokoll, ja? Als du noch geradeaus gefahren warst, bin ich dir mit einem km/h hinten drauf gefahren. Ich habe dich aber nicht gedreht. Das war der NPC. Das war Vettel. Ja, nur dass, wenn du später ins Rennprotokoll guckst und da steht, da Luca hat Kollision mit Chris verursacht, ich habe dich nicht gedreht. Das möchte ich nur festhalten. Mich überholen hier gerade alle NPCs, was soll denn das? Hast du einen Flügel kaputt? Nö. Sepp, ich hab doch das Gefühl, dass du die ein bisschen ausbremst. Ja, das kann auch gut sein, aber ich hänge auch hinter Jay. Der hat ein bisschen Probleme, habe ich das Gefühl. Kann
Wahrscheinlich, würde ich sagen, ja. Und ich habe noch keinen Bock, in der ersten Runde wieder meinen Frontflügel ganz zu verlieren. Der ist nämlich schon ein bisschen grün. Würde ich sagen, dass Jay da ein paar Probleme hat, ja. Das ist hier gerade mehr so. Und Jay fährt auch in die Box. Rennen. Ja, dann ist das okay. Jay hat so ein paar Probleme. Ja, Peter ist möglicherweise kam da so ein quer gedrehter Christian, aber der war schon durchsichtig. Aber dadurch sind die NPCs halt so krass gebremst. Ich glaube, ich habe auch viel zu spät gebremst, also war alles scheiße. Boah, ist das ätzend. Regen ist einfach so anstrengend. Ja, das wird spannend jetzt. Ja, da flügen wir mal von hinten durch. Ich kann die Strecke ganz gut, ey. Lass mal Regen machen. Das ist ja wirklich hier aber durchgeht an der Grenze des Kontrolleverlierens bei mir. Ja, ich war auch super safe. Ich hab keinen Bock drauf. Aber ehrlich gesagt, hab ich das mit dem Regen auch nicht gesehen und fahr mit dem trockenen Flügel und so. Ich fahr schon mit einem Nass-Setup. Schlimm genug. Also, in Russland finde ich, du hattest echt Kontrolle. Hier ist ja gar nichts mehr. Ich fühle mich ja so, als wenn ich ein Boot fahren würde. Ja, nur ist, weil die Strecke noch nass ist. Die muss noch trocken gefahren werden. Wird das besser? Das glaube ich nicht. Ja, im zweiten Drittel. Dritten Drittel. Mhm. Eine Runde vor Ende. Im dritten Drittel. Also bei Runde 22 wird's besser. War hier echt ein Boot. Plus minus. Oder Runde 23. Plus Alet im Load auf. Mich würde mal interessieren, ob ich bei Vettel zu sehr zugemacht habe. Oder also ich bin doch in die Kurve reingefahren oder nicht. Also Vettel hat bei. Oder wenn das Vettel hat, er bei dir so eine GTA-Drehung gemacht. Schön den Hinterreifen weg. Er hat ja, aber auch schon in Russland oder was, wo der dir einfach, weil der schneller ist, fährt er dir halt hinten drauf und dreht dich halt weg. Und dann kannst du einfach nichts machen. Einfach nach der langen Geraden jedes Mal reinstechen, ist mir scheiße. Das ist einfach echt scheiße. Warum fährst du im Regen? Warum fährst du im Regen? Das frage ich mich gerade auch. Also ich komme nicht an Sepp ran. Ja, ich fahre richtig gut gerade. Sepp holt uns auch rein. Oder ich fahre richtig scheiße. Und aber das Problem ist, selbst wenn du mich überholen solltest, wenn in dem Moment, du Vettel vorbeilässt, ist der weg. Also es wirkt so, als wenn der 300 fahren will die ganze Zeit, aber mich nicht überholt. Ja, halt die mal schön alle auf. Ich guck mal, was der Vettel macht. Der Vettel ist mir dauerhaft am Arsch. Frag doch mal, was der für Rundenzeiten fährt. Ja, keine schnelleren als ich. Er kommt ja nicht vorbei. Mir hängt Grosjean am Arsch. Wie traurig ist das denn? Ah, da ist Peter. Wie werde ich die Vettel? Wer ist denn hinter mir? Raikön. Oh, auch nicht cool. Ja, aber der ist langsamer als du. Ich hab einen kleinen Pfeil gesehen. Echt? Regen macht Spaß. Verbremsen mich. Wenigstens habe ich die Geraden immer, da kann ich vor Fette kurz abhauen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt. Oh, das wird gefährlich jetzt, aber. Zwei da vorne. Gefährlich? Ist gefährlich. Wie macht man hier die erste Kurve ohne blockierende Reifen? Weniger bremsen, früher bremsen. Ohne Bremsen. Hier ist er halt. Leid. Aber ist besser als rutschen. Niedrigabtrieb war gut für Regen, oder? Ja. Nee, hoher Abtrieb war gut. Was ist niedriger Abtrieb ist für. Hoher Abtrieb ist gut für Regen. 7,8 ist hoch. Ach so, ja. Gut, dass ich auf 2 fahre. Was? Kleine Regen, einmal ein. Was ist denn für ein Regen-Setup eigentlich? Da gibt's halt auch Troll-Setups, Peter, ne? Vielleicht ist das halt anders eingestellt. Kann auch sein. Hat bestimmt irgendeinen Sinn. Kann wirklich auch einen Sinn haben. Peter, das ist aber eine große Lücke zwischen dir und dem nächsten. Ja, ich komme gar nicht klar auf mein Leben hier. Also null. Wir
Stell mal das Vorderding zumindest hoch. Hab ich auch gemacht. Du kannst doch da, wo du Benzin. Alter, Grosjean! Mal bleib doch nicht stehen! Oh, boah! Im Rennen kannst du nur das Differential umstellen, oder? Du kannst doch den Abtrieb kannst du doch hochstellen. Vettel, hör doch auf! Nein, Alonso ist vorletzter. Stimmt, Abtrieb kannst du ändern. Stimmt, Abtrieb habe ich geändert, aber dafür muss ich in die Box noch. Auf 10? Ja, das war. Ach, das machen die erst in der Box? Ah. Ja, logischerweise. Oh, Fehler. Gott, weißt du nicht, das ist eine Flügeleinstellung. Ich dachte, das können die halt. Per Knopf. Kacke. Ja. Ah, Grosjean richtet mal nicht so auf. Ey, ey! Hey! Rennen fortsetzen steht bei mir. Bei mir. Gelbe Flagge. Da ist wer tot. Ich hatte quasi das Rahmen. Ach Quatsch, da ist keiner tot. Also, weil da einer auf der Strecke steht. Hier bei mir steht der ist tot. Seins ist tot. Hatte, Ach Quatsch, da ist keiner tot. Ja, okay, so. Ja, da war halt einer tot. War halt auch so. Ja, ich hab mich gerade in dem Moment habe ich Grosjean gedreht. Woher soll ich das denn sehen? Ja, das heißt, ich dachte, die gelbe Flagge halt gesehen. Ja, du siehst immer Leute, die raus sind und nicht raus sind. Ja, manchmal ja, sind die aber raus. Auch wirklich raus. Er hat's echt geschafft und jetzt ist er weg. Was hast du denn für einen Abtrieb, Dalu? Standard. Ach du Scheiße. Ich habe nie was eingestellt, seitdem wir Formel 1 spielen. Also ich nehme immer das, auch dieses Auto in der Mitte, wenn man diese fünf Autos aussieht. Ja, das ist Standardeinstellung. Ja, und ist halt immer ausgeglichen. Auch nichts. Immer balanced. Aber Vettel ist weg. Und jetzt haut der richtig ab. Ich muss ihn kriegen, bevor er Abstand aufgebaut hat. Der König hängt mir auch hart im Nacken, ey. Ist da mit dem Abtrieb so wichtig, dass man an die Box fahren sollte? Ja, nein. Ich würde das machen. Nein! Du machst doch nicht einen dritten Boxenstopp dafür. Definitiv nicht. Du hast immer noch einen Regen-Setup, Peter. Ja, aber ich, also ich werde entweder, also in den nächsten 10 Runden werde ich sterben. Weil ich kann den Wagen nicht auf der Strecke. Setz dein Differential 10 nach oben. Nach oben? Ich mach dachte, die nach unten. Nee. Hab ich auch gedacht. Mach deine Vor. Ich würde es nach oben setzen. Ich würde es eher nach unten setzen. Ich hab's nach oben gesetzt. Plus 10. Was auch immer ein Differential ist, ja. Und die Vorderbremse habe ich um 2 nach oben gestellt. Damit er nicht so häufig ausbricht hinten. Oh! Da hat wer minimiert oder? Nee, ich hab da dauernd. So. Ich hab da das komplette Regen über dieses Ruckeln. Ah, guck mal. Ich ja, nicht. Nee, aber das Ruckeln habe ich nicht, aber gerade ist halt ein Wagen in mir drin gespawnt. Ah, okay. Ist immer so ein kleiner Schock. Komm, Vettel, ey. Warum so langsam müsstest du dich aber dran gewöhnt haben, Jay. Ja, nee, ich bin sehr schreckhaft. Was? Merkt man gar nicht. So, aber da vorne verstehe. Fährt schon wieder meine Punktzahl. Mein erstes Pünktchen. Ich find's krass, dass ein NPC so komplett aus der Reihe ist. Jay, ich hab die ein bisschen aufgehalten. Auf der Nachtstadt-Ziel hat Grosjean mit mir den Ramos gemacht. Wir haben uns hast du jetzt auch eine Gehirnerschütterung? Und soll mir das Rennen nicht werten? Nee, ich hab kaputte Schulter. Aber die andere. Also wo Ramos nicht draufgefallen ist. Die ist kaputt, aber ist der trotzdem draufgefallen. Obwohl der da nicht draufgefallen ist. Sebastian fucking... Blöde ist, dadurch habe ich super viel Abstand auf Peter verloren. Den holst du schon noch. Ja, ich bin kaputt geflogen. Das kann natürlich sein. Gucken wir mal. Also, naja, kaputt. Der ist halt so grün-gelb. So wie Rotze aussieht. Ah ja. Der, mit dem fahre ich aber auch. Mit dem fahre ich dann aber auch. Das geht eigentlich noch klar. Ja, merke ich. Moment, wir überrunden gleich wen. Wer ist denn das? Seins. Was? Oh nein, was ist denn das jetzt schon? Viel zu früh für Überrundungen. Ich bin gerade noch an der Strecke am Üben. Gerade in der Panik erstmal auf Mediums umgestellt. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Was? Ich glaube, das ist überhaupt nicht richtig. Ich muss sagen, ich bin besser. Nee.
deutlich besser. Dran. Ja, oder ich bin der Reifen dran, wird ja auch wieder schlechter. Selbst wenn die Strecke besser wird, hast du einen anderen Faktor, der negativ geht. Das stimmt. Oh, schnell. Ist aber auch leichter. Das macht ja alles mit. Du wirst mürben. Ja, Ocon gegen Magnussen. So, hier, ersten zwei Punkte. Let's go. Oh, Vettel, was war das denn? Ich komme wieder ran. Pedalo, immer weiter kämpfen. Ich hab. Der NPC, den er überrunden soll, ich glaube, da ist er auch noch nicht gerade ready für. Der bremst ihn nämlich hart aus. Wenigstens baue ich wieder Abstand zu Sepp auf. So, Punkte. Das könnte die schnellste Runde werden hier gerade. Da wird es langsam auch dran gewöhnt. Nur die Vettel noch die Entweder wir gewöhnen uns alle gleichzeitig dran oder die Strecke ist wirklich besser geworden. Oh, schnellsten Sektor schon wieder. Jetzt am Wochenende gab es ja auch Rennen auf dem Ungaroring, ne? Aber bei der DDM, wo auch gerechnet hat, lustigerweise. Nicht so lustigerweise war es, dass da drei Boxen-Crashes gab. Was? Die sind alle mit Aquaplaning zu schnell in die Boxengasse sozusagen gefahren, beziehungsweise da wo die ganzen Boxenleute stehen zum Reifenwechsel. Und sind halt einfach geradeaus in die Mauer, in die Box geknallt, wo halt Streckenposten waren. Da ist einer zwischen eingeklemmt worden. Oh, Alter. Ist DTM das nicht nett aus? Gleiche Stelle wie hier? Ja. Das sah überhaupt nicht nett aus. Hat er es überlebt? Ja. Ja. Die Beine sind wahrscheinlich nur ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Oh, das will ich gar nicht hören, ey. Alter, das ist krass. Das letzte sah war schon eklig. Oh, ich kann eine Formel 1 Doku empfehlen, fällt mir gerade ein. Die heißt One, Leben am Limit. Sehr, sehr coole Doku über die Zeit, als noch dauernd, also jedes Wochenende einer gestorben ist. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool erzählt. Vor allen Dingen für Leute bestimmt auch wie mich, die damals, also die noch nicht so viel Ahnung haben. Vorgeschichtliche Erfahrungen und so. Gibt es bei iTunes und Amazon, glaube ich. Leider nicht bei Netflix. Netflix hat ja doch was eigenes jetzt, ne? Ja, aber das dauert noch und das ist ja über die moderne Formel 1. Was ich auch cool finde, aber. Raikön möchte mein Zuckerli. Ey, was ein Kampf gegen Vettel, das ist so krass. Alter, Raikön geht mir auch nur auf den Sack. Oh fuck. Das Gute ist, Vettel spornt mich hier richtig an, hier konzentriert zu bleiben. Ich hab schon. Ja! LOL, nice, Dalu! Meine Runde gewesen. Aber schön! Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Das war aber auch echt scheiße. Das bin ich, Christian. Will ich nicht nervös machen, Peter, aber 6 Zehntel pro Runde. Ja, ich kann den Wagen nicht auf der Strecke halten. Entweder ich crashe gleich oder mal gucken. Den Lichtblick, den du hast, ist, dass ich damit überlege, den Frontflügel zu wechseln beim Boxenstopp. Der Peter doch auch, oder nicht? Nein, nur umstellen. Wechseln nicht. Ich weiß nicht, ob du den dafür wechseln musst. Ah, kann natürlich sein. Keine Ahnung. Also nee. Hast du einen neuen quasi mit den Einstellungen. Sie drehen daran mit einer Schraube, mit so einem Imbus. Okay. Also in der Realität, ja, ich weiß nicht, wie das ist. Ja, das wird auch dort, das wirst du auch gleich sehen, den Typen, Peter. Cool. Vorne links an deinen Frontflügeln. Im Regen gibt es keinen DRS, ne? Das ist so realistisch. Nein.
nicht. Aber Vettel, ich mach dich fertig. Lalo rasiert hier, ey. Die Strecke wird auch deutlich besser. Und ich hab meine ihn. Reifen noch nicht. Und ich hab ihn wieder nicht. Okay. Was ein Kampf. Und er gibt auf. Ja, er hat aufgegeben. Er hat den Kampf Niemand wird diesen Kampf jemals zu Gesicht bekommen. Doch auf der Minimap. Ihr könnt euch die beiden Punkte anschauen, die da sich gewendet haben. War krass. Hab ich gesehen. Ja. Wenn ihr das gesehen hättet, Leute. Auf meiner Patreon-Seite. Raikön lutscht mir echt hart die Eier die ganze Zeit. Mach nochmal die Fliegebiege. Das ist ja gut. Es klart schon auf, offensichtlich. Ja, ich sehe schon blauen Himmel. Laut Wetterbericht war aber nicht angekündigt, das aufzurichten. Eine Strategie ist auch komplett intermediate bis zum Ende. Ja, aber die letzten beiden Kacheln waren trocken. Zeigt er immer an. Das wird wahrscheinlich noch auf trocken wechseln. Kann ich mir so vorstellen. Oh oh, Fehler, Fehler, Fehler. Oh, jetzt habe ich zwei, jetzt habe ich. Bottas? Raikön weg? Wo ist Raikön? Wer ist so 5. 6. von euch? 6. bin ich. Hast du irgendwie Raikön bei dir jetzt? Nö. In die Box gefahren? Was ist der denn? Jetzt habe ich Bottas am Arsch. Depton ist noch keine Überrundung durch, ne? Nee. Warum? Das heißt, ja, weil ich sehe immer noch einen Punkt hinter Vettel. Das muss ja dann immer noch sein. Ja, Sainz fährt wahrscheinlich dann noch zwischen uns. Und dann ja auch gar nicht so schlecht dann. Mir Bottas auf den Sack, ey. Oder was ist da los? Ich glaube, die haben einfach, Bottas hat einfach Raikön überholt. Also laut der Minimap sind doch da zwei NPCs direkt hinter dir, oder nicht? Ja, aber oh, dann müsstest du ja Bottas auf Platz 5 sehen. Ach, Raikön auf Platz 5. Der ist auch auf Platz 5. Ja, ja, also der ist nur nicht bei mir. Du hast gefragt, ob der bei mir ist. Ah, okay. Ja, okay. Ja, das meinte ich. Bei dir, also vor dir. Platz getauscht. Ist das schon mal gut, wenn die sich hier kebbeln? Jetzt kommt die Frage, fahre ich jetzt schon in die Box? Also ich habe Runde 17 angeschlagen. Ja, aber nehmen wir mal an, am Ende wird es nochmal trocken, du würdest nochmal wechseln. Dann würde ich doch sogar mit den guten Reifen jetzt schon bis 30 fahren. Also das stimmt. 15, um dann nochmal auf trocken zu gehen. Das stimmt, ich habe auch 40% auf meinen Reifen. Das ist gerade die Frage, die ich mir stelle noch. Was Sinn macht. Oh oh. Okay, wäre ich Vettel auch kurzzeitig los, weil der kostet mich so viel Reifen. Bottas, nein, 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 nein. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. So, mal. Boxenstopp. Dann fährst du nicht nächste Runde rein? Nee. Weil kann sein, dass ich dann noch drin stehe, ne? Glaube ich nicht. Ist da ein bisschen weg. Ich mach noch den Flügel neu, ne? Dann fahr ich wohl nächste Runde.